Gut. Ja, das sowieso. Herr Oberbürgermeister. Ja, vielen Dank, Herr Höher. Vielen Dank auch, Herr Ockel und Herr Heiler. Als Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim will ich auch gerade mit der Teilnahme an der Pressekonferenz ganz deutlich sagen, dass Rüsselsheim hinter der 3-Gewinn steht. Die Marke 3-Gewinn sieht man, entwickelt sich weiter. Und ich glaube, es ist gut so. Es sind ja viele Jahre in der Vergangenheit und wichtig ist, dass es auch weitergeht. Einmal Dank nochmal, dass Sie diese Reise gemacht haben, weil die ist wichtig. Wir haben verdammt viele Delegationen hier in den drei Städten, Fensterbach, Raunheim, Rosenheim. Und insofern muss man auch in China Flagge zeigen. Das ist eine große Herausforderung. Sie haben das deutlich gezeigt in der Breite, was Sie in diesen Tagen abgearbeitet haben. Ich finde es auch gut, Herr Heiler, dass gerade ein Unternehmer auch dabei war, der einfach auch weiß, wie in der Umsetzung das dann funktioniert. Ich glaube, das ist das Zeichen der Marke, dass wir nach vorne schauen. Ich will ganz deutlich sagen, man muss nicht immer quasi dann zu dritt oder zu fünft zusammen sein. Ich habe volles Vertrauen, dass quasi die Marke auch mit zwei oder mit einer Vertretung, wo sie auftaucht, dann unsere gemeinsamen Interessen vertritt. Insofern geht es bei mir ganz einfach, nicht nur als Oberbürgermeister. Sie wissen, dass ich lange Zeit in Fensterbach ja gelebt habe, dann meine Jugend und auch die Schulzeit habe. Dann heißt, man hatte auch enge Verbindungen hier an die Region und die zeigt sich dann auch, wenn man als Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim tätig ist, dass man diese Region nach vorne bringt. Und deutlich wird es ja gerade an den Bildern, was wir in China für Städte haben im Vergleich zu uns. Aber es ist trotzdem angenehm zu merken, dass China hier nach Deutschland schaut. Ich habe selbst ja schon viele Delegationen begrüßen können und man glaubt es gar nicht. Das Thema Klimaschutz, ganz aktuell, ist in China ein wichtiges Thema. Bei uns wird es, denke ich, auch die nächsten Jahre noch ganz, ganz deutlich werden. Thema Wasser, Energie, Gesundheit, da können wir alle drei einiges bieten bei den Themen. Diese Handelsplattform Landgut, darüber werden wir ja auch nochmal uns unterhalten. Ist sicherlich auch eine Chance, die Produkte hier aus der Region dann zu zeigen, weil auch aus den Gesprächen weiß ich, dass auch die Chinesen sich gesund ernähren wollen. Und wenn es demnächst Rüsselsheimer Wein in China gibt, dann soll das meine Unterstützung bieten. Vielleicht müssen wir dann noch 30 Weinberge zusätzlich noch ordern. Aber man kann ja dran arbeiten, wir lachen drüber, aber der Wunsch nach deutschen Produkten ist da. Auch Tourismus, ich muss selbst erstaunt feststellen, dass das hier in der Region stark zunimmt. Wir haben uns ja schon auch in der letzten Verbandsversammlung darüber unterhalten. Wir haben gerade letzte Woche in einem Fachgespräch das Thema diese Bezahlplattformen aufgezeigt. Das heißt, auch unser örtlicher Einzelhandel muss da nachrüsten. Der chinesische Tourist und Kunde geht dahin, wo er quasi mit seinen Möglichkeiten bezahlen kann. Und der Chinese zahlt heute nicht mehr bar, sondern er zahlt mit dem Handy. Das ist, muss man einfach sehen. Mein Wunsch ist, dass wir auch weiter in dieser Zusammenarbeit Werbung machen auf TV-Kanälen. Sie haben es ja selbst gesagt, dass man da in China auch da war und dass wir auch die hiesigen Journalisten dann auch die chinesischen Journalisten, die hier tätig sind, da immer wieder auch mitnehmen. Ganz wichtig ist, und da sind ja letzten Endes unsere Wirtschaftsförderungssysteme anders als in China, dass man auch die Politik in China quasi an der Seite hat. Und ich kann es nur bestätigen, der ehemalige Vizegeneralkonsul, den ich auch beim letzten Neujahrsempfang in China sprechen konnte, der ist wirklich sehr gut vernetzt und solche Kontakte braucht man. Und glaube auch, ganz deutlich zu machen, dass nach so einer Reise man natürlich nicht mit festen quasi Ansiedlungen kommen kann, aber das ist der Weg, der richtige Weg, um konsequent dran zu arbeiten. Und ich glaube, wir werden da auch sehr erfolgreich sein, weil 30 Jahre hat China hervorragend gelernt. Und sie haben es gerade auch, diese Konzentration auf ihre Ziele, auf ihre Zukunft, uns gezeigt.
dass wir da richtig aktiv sein müssen. Gerade im Bereich auch der Zusammenarbeit, auch was die Zukunft angeht, weil jeder, der das nicht entsprechend einschätzt, wird verlieren. Die Chinesen sind weltweit wirklich stark und denke auch, unsere Jugend kann da nur von profitieren. Also nochmal vielen Dank und ganz deutlich am Zeichen auch der Zusammenarbeit. Nochmal, wenn ich nicht teilgenommen habe, heißt das nicht, dass ich nicht wollte, sondern es waren terminische Gründe, die das war ja schon im Februar, wann das angesagt war. Aber beim nächsten Mal bin ich dann dabei. Ja, vielen Dank auch für die Klarstellung, wobei ich auch nochmal deutlich sagen möchte, die hätte es auch nicht gebraucht, weil hier bei uns völlig klar war, solche Situationen können immer eintreten. Trotzdem sollte uns auch bewusst sein, es gibt ja Kritik an der Konstruktion Dreigewinnt, am Zweckverband Fernost, an den Zielsetzungen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir deutlicher... Aber eher in Rüsselsheim. Ja, eher, ja, 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 Sie sind in Rüsselsheim verortet, das muss man mal so sagen. Da hat es Anfragen gegeben im Parlament, was bringt es überhaupt? Und wann kommt da mal die Kohle rüber? Und in der vorgehaltenen Hand heißt es dann, das sind Kelzerbach und Raunheim, die da nur profitieren. Ich finde, wir müssen wirklich eine deutliche Aufklärungskampagne da fahren. Und solche Termine sind dafür bestens geeignet, indem man nochmal deutlich macht, welche Perspektiven sich tatsächlich für den Dreigewinnstandort aus diesen Kooperationen ergeben können und dass eben diese ganzen Legenden, es würden nur einige profitieren, jeder Grundlage entbehren, denn das ist ganz einfach. Ich brauche nur die Satzung des Zweckverbandes Fernost zu lesen, dann weiß ich, dass es Unsinn ist. Aber ganz offensichtlich ist das noch nicht bei allen angekommen, weil wir ja hier klare, feststehende Regelungen haben, über die Aufteilung von Aufwendungen und Erträgen und das über ganz lange Zeiträume hinweg. Ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, aber 20 Jahre, glaube ich, haben wir uns sowieso gebunden. Das heißt, es kann nicht sein, dass wenn in Kelzerbach eine tolle Ansiedlung realisiert wird, der Kollege ein Jahr später den Vertrag kündigt, um sich die Gewerbesteuer alleine zu nehmen. Ja, würde er nicht machen. Nein, sage ich jetzt auch mal deutlich. Würde er nie machen, das weiß ich. Dafür haben wir eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis aufgebaut. Aber es wäre auch nicht möglich, weil wir eine ganz lange vertragliche Bindung über den Zweckverband Fernost haben. Also insofern wünsche ich mir allgemein, dass in die Öffentlichkeit stärker noch hineingetragen wird, dass es eine Kooperation ist, die zum Vorteil aller drei Kommunen installiert ist und die im Hinblick auf das Engagement auch alle drei Kommunen braucht. Und dass das ein Thema ist, das auch nicht nur an die Bürgermeister und Oberbürgermeister delegiert werden darf. Da müssen auch die Parlamente voll dahinter stehen. Und deswegen haben wir uns ja auch vereinbart, dass wir jetzt regelmäßig Berichte in die Stadtverordnetenversammlungen bringen, über die Aktivitäten, die dort stattfinden. Und ich erwarte einfach auch, dass aus der politischen Diskussion in den Parlamenten heraus Dreigewinnt nicht zum Spielball parteipolitischer Orientierung gemacht wird. Gut, Ihre Fragen, die wir bisher noch nicht berücksichtigt haben. Aber auch nicht ignoriert. Genau. Zum Herrn Oberbürgermeister, werden Sie da nochmal dezidiert auf die Fragen von der CDU eingehen, in irgendeiner Form? Ja, natürlich. Die sind ja gefragt und ich werde dann den entsprechenden Gremien dazu was sagen. Okay. Weitere Fragen sehe ich nicht. Aber tut sich dieses Jahr noch irgendwas? Bitte. Kommt jemand? Ja. Oder? So werden noch viele kommen. Ja. Aber nein, also gut, im also Schnitt haben wir. Das war vielleicht jetzt ein bisschen flapsig, aber 6 bis 8 Sie können davon ausgehen, dass in den nächsten halben Jahr sehr viele kommen werden und wir werden, wie er schon angekündigt hat, ja im Detail jetzt mal einen Umsetzungsplan machen. Und da wird es vielleicht sogar auch nochmal zu einem Besuch in China, vielleicht nicht von uns, aber von Verwaltungsmitarbeitern kommen. Hatte ich schon angedeutet, was Tourismusmesse betrifft. Also. Die Fahrt wird eigentlich da immer stärker aufgenommen und der Austausch wird auch immer intensiver. Es muss nicht immer sein, dass dann eine Delegationsreise alle von China in allen drei Kommunen aufschlägt. Wir müssen das ja auch einigermaßen effizient aufteilen. Da reicht es auch, wenn eine Delegation nach Rüsselsheim, Raunheim oder nur nach Kelzerbach kommt, je nachdem, was sie ausgerichtet ist. Und
ich gehe mal von aus, dass auch bei der Firma Opel vielleicht auch strategische Entscheidungen eventuell anstehen. Mal gucken. Ja. Sie sind ja alle drei Politiker. Ist denn da irgendwann was gesagt worden, auch auf politischer Ebene? Zu was? Ja. Menschenrechte? Oder die, diese also Angelegenheit vor 30 Jahren, ist rein interessanter, mal gefragt. Oder was in Hongkong passiert ist. Ja. Wird das, oder wird also, das also es werden natürlich, ja. Ich hatte das vorhin angedeutet, es werden auch politische Gespräche geführt. Hm. Und bei meiner Reise jetzt im November letzten Jahres habe ich sehr intensiv Gespräche auch über die politischen Systeme führen können. Hm. Und ich gebe jetzt nur mal meine persönliche Einschätzung dazu wieder. Dieses Land hat mit seiner Entwicklung in den letzten 30 Jahren insgesamt so viel positive Resonanz beim überwiegenden Teil der Bevölkerung bewirkt, dass es Repressionen eigentlich nicht braucht. Und das ist etwas, was ich auch in den Gesprächen mit Gesprächspartnern dort, politischen Repräsentanten, immer wieder vermittle. Ich finde für die nächsten. Er findet es auch. Nein, Spaß. Kommt nachher so. Ja, und natürlich laufen die Gespräche mit einer gewissen Zurückhaltung, das ist klar, das ist, hat auch was mit Diplomatie zu tun, zu der alle Beteiligten verpflichtet sind, sowohl die chinesische Seite als auch wir. Ja. Aber sie haben immer Situationen, wo sie nach Abschluss der offiziellen Gespräche noch bei einem Bier zusammensitzen und wo eben offenes Wort geführt werden kann, und da gehört es auch hin. Ja, und das Thema Sicherheit, das Thema Überwachung, das Thema Zentralismus ist ein Thema, mit dem wir natürlich auch in den Dialog oder auch in die Gespräche gehen. Ja. Aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht ganz so einfach an kommunalen chinesischen Städten anzubinden, ja, weil die sind natürlich extrem praxisorientiert ausgerichtet, und manchmal ist es da auch nicht die richtige Gelegenheit. Aber in den Gesprächen wird uns schon klar, dass man auch heute anders agieren möchte, als vielleicht die Regierung in China derzeit noch festhält. Ich gehe mal davon aus, dass da auch ein Stück Liberalisierung notwendig werden wird. Wie weit das geht, werden wir sehen. Aber wie gesagt, mir ist ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, man spürt im Land die Identifikation des überwiegenden Teils der Menschen, also egal mit wem man spricht, ob das jetzt jemand ist, der in eher einfachen Beschäftigungsverhältnissen steht oder jemand, der im Management verortet ist, man spürt diese Identifikation, und umso stärker stellt sich immer wieder die Frage, warum sich dann eben ein System da nicht vollständig öffnet. Aber das ist eine Frage, dass das Land selbst beantworten muss in der Auseinandersetzung mit seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und vielleicht noch ein Aspekt, der halt bei unseren Reisen immer wieder auffällt. Wenn die Bevölkerung in Raunheim, Rüsselsheim und Kelsterbach einmal eine solche Reise machen würde, komplett, wie wir das getan haben, würden wir eine ganz große Frage gestellt bekommen. Wie kann es denn sein, dass in der Stadt mit 33 Millionen Einwohnern kein Papierchen auf dem Boden liegt, keiner falsch parkt? Keiner.